Du meinst den neben der, unter deinem Amboss sitzen? Ja. Als ob Hanoi mir jetzt auch noch den Ritter schenkt. Das ist schön. Wo ist denn hier jetzt eigentlich... Wo ist meine zweite Kanone? So, was wollte ich denn eigentlich mit euch machen? Ach, da steht noch eine Kanone. Macht Pause. Ja, das ist ja praktisch. Ist kein Thema, Kanone. Macht euch weiter so. Macht Pause. Im Krieg. Oh, wurscht. Okay, die Ritter schicke ich, glaube ich, hier hin. Die Karawane möchte gerne handeln. Ja, Handel, was weiß ich. Die Karawane will handeln. Handel mit denen, das ist schon in Ordnung. Kanone, dich kann ich upgraden. Dann grade ich dich mal ab. Dann fahr los. Das Schiff wartet jetzt mal bitte hier. Ach nee, es war nicht Hanoi, das gewachsen ist. Mein Schiff ist einfach angekommen. Ah ja. Genau, und mein Schiff kann ein bisschen weiter sehen dort. Speer, du bist mir egal. Geh einfach irgendwo hin, wo du nicht störst. Was war denn hier? Oh, ich habe einen neuen Spion. Das ist ja praktisch. Wahlmanipulation. Bordes versucht, die Wahl zu manipulieren. Wo macht man noch Wahlmanipulation? Wellington könnte man sich mal holen. Maritima macht Nahrung. Nahrung. Zufriedenheit, Tyros. Tyros manipuliere ich mal. Und das Industriezeitalter haben wir erreicht. Sauber. Metallverarbeitung, wir erforschen gerade uralte Einheiten. Sehr schön. Geh dahin, schanzt dich am besten so. Ja. Irgendwie ist der Friedensvertrag gerade abgelaufen. Ich glaube mit America. Möglich, ja. Okay, ich baue jetzt eh keine Einheiten mehr. Das heißt, wenn die Kanone da ist, würde ich dann mal so langsam bei ihnen in den Krieg gehen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn sind überrolle. Sind die immer noch im Krieg? Ja, sind sie. Oh, oh, Sulu steht vor Timbisha. Woher weißt du das? Weil dem seine Lebensanzeige sinkt. Oh ja, stimmt. Moment. Sulu müsste jetzt dann bei... Pocatello müsste jetzt hier gleich irgendwo eine Stadt bauen. Stimmt, aber das sehen wir ja nicht. Dann müssen doch, wir erst wieder... Das. Nee, das müssen wir sehen. Also im Sinne von, da müssen wir die Karte aufdecken. Ich glaube, das sehen wir. Nein. Oh, das will man dann sehen. Du siehst nur seine Hauptstadt, wenn, ich glaube, Botschaften angerichtet werden oder so. Aber ansonsten, Gebiet, das du nicht beobachtest, ist Gebiet, wo potenziell alles passieren kann. Du würdest zum Beispiel Grenzen sehen, wenn da jetzt eine Stadt gründet und du hast irgendwo in der Nähe was stehen und die Grenze der Stadt geht in dein Sichtfeld rein, dann würdest du die Grenze sehen. Aber die Stadt selber ja, nicht. Ja, mal gucken. Irgendwie so. So, du bist ein Speer, du kannst stehen bleiben. Du bist ein Musketier. Wie viele Musketiere habe ich jetzt? 1, 2, 3, 4. Ja, okay, das wird reichen. 3 Kanonen. Wo ist denn die dritte? Da, hier ist die dritte. 3 Kanonen. Und dann noch 3 Armbrustschützen. Ja, die sollen mir mal egal sein. Gut. Das wird sehr interessant. Ein Ritter noch. Wie weit könnte der ziehen? Ja, das würde den Krieg erklären, okay. Gut, nächste Runde, weiter geht's. Die Kanone, gleich ist sie da. Ich würde dann dem Pocatello den Krieg erklären, wenn das für dich in Ordnung wäre. Ja, ja. Kein Problem. Oh, ich habe Askia überholt. Washington habe ich auch bald, aber Shaka ist der Einzige, der noch wirklich klar vor mir ist. Aber das wird sich mit Ende des Krieges hoffentlich verändern. Das wäre auf jeden Fall schön. Ich bin verbindet mit Hormus. Wahl manipuliert. Oh, wir haben die Wahl wieder manipuliert. Ja, ja, du kannst doch einfach da stehen bleiben, Speer. Das ist schon in Ordnung. Bleib einfach stehen. Was bist du? Ein Ritter? Habe ich noch eine Einheit bekommen? Das wollte ich doch gerade überhaupt nicht machen. Aber du hierher? Bald nicht mehr mit Hanoi befreien. Das wäre kacke. So, Niederlande. Niederlande schützt Monaco. Wir haben Monaco gefunden. Ja, du hast irgendein Wunder gebaut. Inkaland ist nicht mehr mit Hormus verbündet. Bukarest und Hanoi. Hanoi würde ich mir am liebsten behalten. Die haben gerade keine Geldgeschenke, blöd. 31 von 30. Bist du mit Hanoi verbündet, zufällig? Gerade nicht mehr. Aber das wird sich bald wieder ändern. Also wenn du mit denen verbündet bist, ach, dann... Ach, mit Hanoi? Nein, nicht mit Hanoi. Ich hab Hormus gemeint. Kriegen ein bisschen Geld von denen.
Gut, wäre das für dich in Ordnung, wenn ich in der nächsten Runde bei dem einmarschiere? Ja, ja, meinte ich ja. So, mach du ruhig, kein Problem. Ich sehr gut. Ich muss meine Einheiten schon mal zurecht, falls die bei mir rüberkommen wollen. Halte ich für unwahrscheinlich. Puh. Bei denen sind ja die beiden Langschwertkämpfer, die. Doch sicher sehen wir das Ding da unten, schau. Nein! Alter, der wird sowas von Krieg mit Amerika starten! Der ist so dumm! Was zur Hölle? Das wird definitiv nächste Runde ihr Safe Call, Krieg mit Washington. Das. Definitiv. Das kann gar nicht anders passieren. Der Junge ist echt nicht die hellste Leuchte. Das kann gar nicht anders sein. Der hat gleichzeitig Krieg an 3 Fronten. 4, weil wir sind ja 2 Nationen. Alter, der ist komplett von Soldaten umzingelt. Der wird so sterben. Was für ein ja, Idiot. Aber irgendwie kriegt der halt gerade eben so absolut kaum einen Einlauf seines Lebens. Hm. Ich mein, selbst Tim Bischer ist jetzt gerade wieder am animieren. Ja. Okay. What the fuck? Gut, dann würde ich jetzt meine Einheit reinziehen. Ja, ja, immer mit der Ruhe, macht durch. Ich hatte gar nicht in Erinnerung, dass Pocatello sich so heftig ausbreitet. Hm. Ja, die Persönlichkeiten sind zufällig. Es kann sein, dass der irgendeine gezogen hat. Ja, ja, zufällige Persönlichkeiten. Gut, dann ist aber auch Ding hier nicht mehr so schlimm. Wer ist der Genghis Khan? Verdammt, ich kann Gozoite ganz knapp nicht bombardieren mit meinem Schiff. Schade. Okay. Was hast du für einen Radius, also, wenn du bombardierst? Was los? Brauchst du für Gozoite nicht so viele Krieger? Die waren halt da. Was? Ich glaube, Hanoi ist ein bisschen zu gut zu dir. Kann sein. Okay. Echt, Max? Diplomatie, was würde es mich kosten? Das würde mich... Oh, fuck. Das würde mich 27 Gold kosten. Egal. Ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss. So, Ritter davor. Armbrustschütze. Da müsstest du ihn attackieren können. Ich verwurstle erstmal meine Armbrustschützen. Bevor ich hier jetzt andere. Die Kanonen würde ich gerne nutzen. Ja, du bist oh, das, was als er. Jetzt bin ich mit der Kleidung im Krieg wegen dir. Da kann ich auch. Oh, schön. Hä? Du sollst ziehen, du Idiot. Danke. So. Nächste Runde wird er so dermaßen attackiert von mir. Ja, ich beömmel mal diesen Schwertkämpfer hier, der bei meiner Grenze steht. Tu das. Das kommt natürlich für den jetzt echt ungünstig, weil das könnte ihm jetzt echt seinen Kopf kosten. Oh, ich habe beide Reiter einfach direkt vor der Stadt. Oh, und ja, ich kann ihn direkt attackieren. Schön. Gozoite geht es jetzt nicht mehr ganz so gut. Hä? Gozoite geht es jetzt dann gleich nicht mehr ganz so gut. Hm. Vergiss nicht, dass du, wenn du die Stadt einnimmst, erstmal einen richtigen Zufriedenheitsmodus haben wirst. Ja, klar. Aber das ist in Ordnung. Ich habe Einheiten. Ich muss nur mit denen töten. So, Alter, ich bin auf plus 4 Gold runter von plus 40 auf plus 4, weil ich diesen Krieg erklärt habe. Ups. Gut. Nächste Runde. Oh, ich hab die eine Kanone nicht verzogen. Na, egal. Schön. Pocatello, warum erklären wir alle den Krieg? Ja, vor allem wahrscheinlich, wenn halt jetzt echt noch Amerika kommt, wird der von allen Nationen, die irgendwie an ihn rankommen, bekämpft. Ja, ja, ich wurde bombardiert, ist mir doch egal. Versucht doch euer Glück, mich zu besiegen. Was wollt ihr mir tun? So, du kannst doch auch, ne? Nice. Zack. Zack. Du kannst doch auch, oder? Angriff. Nein, kann ich nicht. Uff, ich kann ja gar nicht, das ist ja gemein. Stellung bringen. Fernangriff. Boah, hat ihm das wehgetan. Uiuiui, aber ich sehe gerade, die können gar keinen Fernangriff, die Musketiere. Das ist ja kacke. Sehr ungünstig. Dann geh du bitte eins dran und versuch die Stadt einzunehmen. Weil dann kann ich nicht hier mit der Kanone auch noch drauf. Oh, ey. Boah. Oh. Oh. Achso, das dauert ein bisschen. Schade. Ich dachte, ich kann ihm jetzt so wehtun. Das wäre ein kostspieliger Angriff. Die Ritter warten am besten noch. Warte eine Runde. Du kannst gar nicht hinterher, weil da so viele Leute... Alter, du Kanone, geh!
kann es auch noch nicht. Der Ritter, es wäre halt... Das würde sich noch nicht lohnen. Nächste Runde hole ich mir Gosuite. So, zwei Runden. Dann habe ich die Stadt. Schön, schön, dass das so funktioniert. Und dann laufe ich einfach mal durch und gucke, wie weit ich komme mit meinen Einheiten. Also es kann sein, dass ich demnächst bei dir auch Städte habe. Wenn es alles gut läuft. Ich meine, die hauen jetzt wahrscheinlich... Du betreibst nicht zu stark, wie gesagt, denn... Ja. Aber ich hoffe halt... Je mehr Städte du einnimmst, desto schlimmer wird's. Ich weiß. Aber so zwei, drei Städte wären jetzt schon cool. 514. Eine neue Einheit von Hanoi. So. Gut, mein Bester. Du kannst auch hinterherziehen. Ah, du kannst schon mal hier hinziehen. Kanone! Fernangriff. Haugosite. Oh, geil. Halt, ich hätte gerne dich. Ein kostspieliger Angriff. Wie kann ich in die Stadt einnehmen? Muss ich, wenn ich die bombardiere? Du musst mit einer Nahkampfeinheit reingehen. Gut, Stadt annektieren. So, Gosuite ist meine. Schön. Dann können wir jetzt weiterziehen. Oh, da will einer mit mir kämpfen. Nix da. Komm hier nicht hin. Schade. Den Ritter habe ich doch noch gar nicht gezogen. Ich möchte den Ritter ziehen. Ist dir schon klar, ne? Nur, dass du es weißt. So, du hast... Hast du nicht gerade attackiert? Ach. Ich könnte sogar jetzt nochmal abhauen. Das ist ja schön. Ihr geht jetzt bitte alle fort. Vorwärts. Alle vorwärts. Alle vorwärts. Ja, du kannst gar nicht weitergehen. Das Schiff kann schon mal weiter. Al-Qaida hat Probleme. Oh, er bildet Einheiten aus. Uiuiui. Traurig. Kanone, wo kann die hin? Alter, meine Kanone kann gar nicht ziehen. Geht dahin. Ja, du kannst eine Runde kannst du machen. Was halt geht, mach mal. Oh, die kann auch gar nicht ziehen. Warte einfach. Produktion wählen. Was empfiehlst du mir als erstes? Gendarmerie oder was? Das ist halt, damit Gegner deine Dinger nicht mehr klauen. Nee, Gerichtsgebäude können. Wolltest du, ne? Gerichtsgebäude solltest du halt da reinbauen, wo... Ja, hab ich gemacht. Also Gosuite ist jetzt meins. Das wird mir hoffentlich dann viel bringen. Und ich kann die nächste Runde machen. Bam. Bam. Jetzt renne ich durch und vernichte ihn komplett. Das wird mir auch viel Respekt verschaffen. Aber er hat ein paar Einheiten hat er schon. Also es wird nicht ganz und gar nett sein. Ich hoffe, ich komme bis zur Hauptstadt durch. Das wäre praktisch. Und dann würde ich Frieden verhandeln. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ist das Spiel komplett vorbei, wenn die Hauptstadt stirbt? Oder hat man die Chance, sie wieder... Ich glaube, man hat die Chance, sie wieder zurückzuerobern. Ich glaube, er ist dann immer noch im Spiel. Das wäre natürlich sein größtes Ziel, aber die Hauptstadt kriegt er nicht mehr. Dafür ist dann mein Reich leider zu groß. So ein Pech aber auch. Das Problem ist jetzt, wo er halt über Wasser kann, ist es scheißegal. Ja, das stimmt. Ob wir ihn abkarten hier. Nee, wenn du deine letzte Stadt verlierst, bist du raus aus dem Spiel. Habe ich eingestellt. So. Guck mal. Ich kann doch jetzt dich dahin ziehen. Das kostet mich eine Runde. Und dann kann ich doch sagen, hau dir mal in die Fresse. So. Dann, das wäre ein entscheidender Sieg. Und das auch. Bye, bye. Perfekt. So. Ziehen wir den nächsten Ritter. Na, mit den Rittern, das wird jetzt ein bisschen schwierig. Ich muss mal gucken, wie ich die jetzt alle ziehen kann. Das ist echt, jetzt kommt die blöde Meerenge. Ich hätte am liebsten eine Kanone dort. Wo kann ich... Ich kann zwei Kanonen kann ich hinsetzen. Das ist auch das, was ich tun sollte, denke ich. Könnte ich hier hinsetzen? Oh, der hat ordentlich. Die Stadt, die wächst gar nicht so schlecht. So, dich kann ich noch eins hier hinschicken und dann müsste ich dich doch... Ah, ideal. Erster Angriff auf Al-Qaida oder wie die Stadt da immer heißt. Ach, du hast festgestellt, dass du jetzt gar nichts mehr machen kannst. Ja, dann geh nach Hanoi. So, die Kanone. Oh, das ist die, die den meisten Schaden hat. Zulu hat aber auch schon 5 Städte. Oh, auch schön, wie meine Kanone jetzt über den Wasserweg nimmt. Schön. So, einfach so viele Einheiten hinstecken, dass er Probleme bekommt. Kann ich hier? Oh, ich kann den schön weit ziehen. Kann ich hier? Ich kann den immerhin dahin ziehen.
Ja, hier könnte ich jetzt auf die Stadt gehen, aber das wäre mein Ende. Will ich nicht. Dahin. War das eine Runde. Und du verschanzt dich hier bis zur. So. Gosuite gehört einer anderen Religion. Ach, das ist ja super, ey. Nimmst die Stadt ein und was ist Religion? Verbotene Stadt vollendet. Ur ist bald nicht mehr mein Freund. Kümmerst du dich darum? Ur ist mein Freund. Okay, dann passt's. Oh, ich könnte jetzt erstmal seinen Bautrupp noch gefangen nehmen. Ich habe jetzt bei meinem Bautrupp zurückgeholt. Die kleine Kacknase hat mir nämlich einen Bautrupp weggenommen. Echt? Oh, wie gemein. So, dafür verliert er jetzt alle Bautrupps. unten, jawohl. Bei Wasaki hier steht nämlich auch noch ein Bautrupp dort rum. Das ist gleich meiner. Byblos wird angegriffen. Oh, er hat ernsthaft meinen Ritter getötet. Schade, Alter, die Stadt ist stärker, als ich dachte. Sie ist stärker, als ich dachte. Aber ich kann doch jetzt hier hingehen. Wenn ich jetzt ein Feld gehe, müsste ich ihn bombardieren können. Zack. Mit dem Ritter, das würde mir wehtun, ne? Oh, das würde mir richtig wehtun. Deswegen gehst du noch eins weiter. Machst Platz für andere. Und ihr... Ah, Mist, ihr seid nicht auf der Straße. Ich würde gerne als allererstes die Kanone ziehen. So. Sie wäre eine, oder? Du gehst jetzt mal zurück. Warte. Deine Zeit wird kommen, aber nicht jetzt. Meine letzte Kanone hängt noch hier, die kommt überhaupt nicht vorwärts. So. Gut. Byblos will Hilfe. Ach, das ist mir doch egal. Naturwunder gibt's nicht mehr. Ich hätte meinen Ritter halt echt einfach auf die Stadt schicken sollen. Dann hätte ich ihn zwar auch verloren, aber die Stadt hätte noch ein bisschen mehr Schaden gehabt. Was will denn Ille-Iffe? Ife hat Pocatello den Krieg erzählt. Ah, hast du Glück gemacht, oder was? Sind das sie froh? Sind jetzt wieder unsere Freunde. Sind sie wieder froh? Ah, ideal. Das sind jetzt wieder unsere Freunde. Ah, jetzt habe ich wenigstens die Halbinsel für mich, das ist schon mal gut. Willst du Pocatello echt so lang noch nerven? Also mein Plan war, wie gesagt, die Hauptstadt zu holen und in den Friedensverhandlungen Temuak noch rauszuholen. Das wäre mein Ziel, da wäre ich stolz, wenn ich das erreichen würde. Dann könnten wir nämlich tatsächlich einen durchgehenden Weg in unsere Hauptstädte machen. Das wäre, glaube ich, ganz cool. Soweit, ich bin gespannt, wen er jetzt angreift. Hoffentlich ein Ritter. Scheiße. George Eastman, was ist denn George Eastman? Was? Ich habe einen großen Ingenieur, glaube ich. Okay. Ja, das kann sein. Ach, den habe ich ja auch noch, diesen Schriftsteller, ne? Mach ein großes Werk, Digga. George Eastman. Wurscht, ey, Alter. Was will ich denn mit George Eastman? Unwichtig. So. Schiff, mach safe Schaden. Ambrus, du kannst einen wo laufen. Wo bist du vorhin hin? Safe Schaden machen. Samarkand. Oi. Kann ich... Ja, ich kann die hier hinschicken. Ah, Mann, ey. Nee, das hilft jetzt alles nix. Ich möchte mit dir einen Zug gehen. Fernangriff. Ach so, verdammt, das ist die zweite gewesen. Okay, einen kann ich hier noch hinziehen. Einen kann ich hier noch hinziehen. Du musst noch warten. Das würde mir nur wehtun, wenn ich dich jetzt verlieren würde. Du gehst bitte da hoch. Du sollst warten, habe ich gesagt, Freundchen. Du verschanzt dich. Ich habe gerade nicht die Muße, hier irgendwas Krasses zu bauen. So. Du gehst da. Du wartest. Kanone, ganz schlechte Idee. Du kommst bitte ins Wasser hoch. Du wartest.
Ife hat wieder irgendeinen Scheiß gemacht. Nächste Runde. Bin sehr gespannt, was er tut. Ich bin wirklich sehr gespannt, weil die Stadt verteidigt aber auch stärker. Also am Mosonkani wird dann schon richtig hart. Das wird mir richtig wehtun. Ich würde wirklich gesagt nicht so viele Städte einnehmen. Ich hätte schon gerne 3 von ihm. Das muss ihm richtig wehtun. Er muss es richtig bereuen, nein, was er getan hat. Mehr wehtun. Ja, das kann sein, aber das ist in Ordnung. Oh, jetzt tut's mir weh. Was dachte ich mir nämlich? Ein Gegner ist in der Nähe. What? Sind die mein Gegner? Keine Ahnung. Okay, so, weiterziehen. Hau raus, die Scheiße. Uff, die Kanone natürlich, ne? Uff, so. Hau du auch nochmal drauf. Hallo. Ach, ich hasse diese automatischen Einheitenwechsel. Ich hasse ihn, ey. Das nervt so sehr. Du, kannst du was tun? Das würde mir wehtun. Nein, das will ich nicht. Okay, das geht. Das geht noch nicht. Geh du mal aus dem Weg. Ich kenn die Kanone hier. Echt kacke, diese Stadt hat zu große Reichweite. Die können halt dummerweise meine Einheiten auf dem Wasser angreifen. Warte. Musketier. Gosuite ist immer noch nicht glücklich, glaube ich, ne? So recht. Bleib stehen. Du kannst noch eine ran. Warte. So. Kann ein Gegner angreifen? Wer soll denn dieser Gegner sein? Bin ich mit Holland im Krieg? Ne, nur ein Pocatello. Keine Ahnung, was du von mir... Da ist auch kein Gegner, also... Ach, du meinst das Ding. Oh! Sieh an, er hat da ein Arbeitsboot bei mir. Na, dann machen wir das doch kaputt. Dich gerade, ich habe gar nicht verstanden, was er von mir will. Okay. Oh, Vereinbarung vorgeschlagen, scheiße. Kann ich die nochmal irgendwo sehen? Ich hab sie weggegeben. Ja, wenn du auf Diplomatie gehst. Okay. Möchte auf deinen Namen gehen, oder was? Mhm. Ah, okay. Nehme ich. Danke. Nächste Runde. Also langsam verliere ich Einheiten, das merke ich. Aber das ist in Ordnung. Einfach meine Einheit getötet. Gut. Ach, bin ich schon dran? Ich kann eine Einheit befördern. Oh, das ist ja praktisch. Mach mal den da. Kann ich dich doch ranziehen, oder? Alles kostet mich die ganze Runde. Nee, nicht. Ist ja praktisch. Wie weh kann ich ihm tun? Ich kann eine Runde ran und kann auf jeden Fall schon mal wieder in Stellung gehen. Das hilft mir nicht. Nein, du wirst nicht wassern. Das ist eine schlechte Idee zu wassern. Mach dann lieber gar nichts. Bevor du es verkackst, mach einfach gar nichts. Ich weiß halt nicht, was denn ihr Radius ist. Wie groß ist denn der Zielradius von so einer Stadt? Sind das 2 Felder oder ist das komplette Stadtgebiet? 2 Felder, glaube ich. Ich bin dann überlegen, ob ich meine Kanone übers Wasser ziehen lasse. Dann könnte ich die noch in Stellung bringen, könnte ihm noch wehtun. Wobei sich das... Nee, es lohnt sich nicht. Das lohnt sich nicht. Ich hab noch eine große Einheit. Wie viele von diesen Scheißeinheiten habe ich denn mittlerweile? Sei doch froh, dass du die kriegst. Alter. Ein großer General habe ich. Was kann der? Der ist für Kriegszeugs und so. Aber was? Ich weiß gerade nicht, was ich mit dem machen kann halt, ne? Also eine Burg erbauen. Und wenn du das machst, dann sind da Einheiten von dir stärker und so ein Spaß. Ah, okay. Aber nur, wenn sie in der Nähe sind wahrscheinlich, ne? Ja, dann. Irgendwie so, ja. Dann lasse ich das jetzt erstmal... Dann bleib erstmal stehen, Winfried Stock Scott. Das geht noch nicht. Schau mal, bei mir drüben über Schokolade. Hm?
Ich habe diesen kleinen Zipfel hier nicht beachtet. Aha, ich sag doch, die spawnen immer wieder, mein Bester. Deswegen ja, gucke ich, dass ich so... Egal, wenn er nicht meinen Handelsweg hier eingenommen hätte, der kleine Kacknasenkopf. Hm. So, Steuererklärung, bei dir muss ich nochmal ganz kurz gucken. Als ob. Okay, so. Nächste Runde. Also, Pocahontas, nächste Runde ist deine Stadt weg. Was macht er? Warum? Ach nee, warte. Okay. Entweder ist mein Musketier jetzt tot oder es überlebt. Wenn es überlebt, dann kann ich die Kanonen safe rüberziehen. Ich meine, das hier wird jetzt eh meine Stadt in der nächsten Runde. Mit zwei Kanonen ist vorbei und dann hau ich noch den Ritter. Schau mal bei Temuak, was ich da angestellt habe. Was, Temuak? Warte. Temuak? Warum? Ich habe seine Felder angezündet. Oh, du bist ja gemein. Aber ich würde es wirklich genießen, wenn du eher unten ziehst. Die anderen beiden unten, die wären cool. So, wen hat er angegriffen? Er hat sich gar nicht gewehrt. So ein Idiot. Okay, da kann ich tatsächlich noch nicht attackieren. Gut, Kanone. Bam. Kann ich dich da draufziehen? Fernangriff, ich würde die Stadt zerstören. Kostspieliger Angriff, aber es wäre ein erfolgreicher kostspieliger Angriff. Hey, ich habe eine neue Stadt. Wie er gerade voll kassiert. Ach, schön. Gut, Ritter, verschanzt dich. So. Gut, jetzt muss ich aber dringend gucken. Jetzt muss ich dringend gucken, dass ich erstmal die Musketiere nach vorne ziehe, nachdem die keinerlei... Oh, nice. Ich kann die ganzen Musketiere direkt hier hinziehen. Oh, yes. So, an die Oh, nein, ich komme nicht mehr an die... Schade, Schiffsunterstützung gegen die Hauptstadt habe ich nicht mehr. Schade. Was habe ich denn hier? Ach, den Winfried Scott. Na ja, geh halt mal da. Wurscht. Gut. Wurscht. Ist tatsächlich relativ egal. Dann gehst du mal bitte hier hin. Die Kanone kann ich noch weiterziehen. Oh. Kann von Anfang an bombardieren, sofern die es irgendwie überleben. Schiff, ja, was mache ich denn jetzt mit meinem Schiff? Bis du da bist, wie lange dauert dich das? Wie viel kostet dich das denn? Ja, genau, du umfährst den Kontinent in die andere Richtung. Alles klar, nee, das mach mal. Wie weit kann er schießen? Zwei Fälle. Naja, das reicht ganz knapp nicht. Schade. Ja, dann kannst du schon mal in Richtung Timor gehen. Für den Fall, dass ich doch noch so weit durchgehe. Ich habe übrigens gerade 4 Zufriedenheit, also irgendwie hat das... Naja, das kommt noch alles. Ja, vermutlich, ne? Steht ja hier, glaube ich, dran. Die Stadt ist besetzt. Sie wird zusätzlich hier Unzufriedenheit erzeugen, bis sie ein Gerichtsgebäude hat. Eins Fortbewerber. Eins... Oh, super, ey. Mein Schiff sieht jetzt richtig fett. Schön. Zur Runde. Ich bin bereit. Mal schauen, was der Engel Chris macht. Du? Ja? Er ist ja recht, wenn ich mit ihm Frieden verhandle. Nein. Ich würde Pohovicki bekommen. Ich hätte schon gerne noch die Hauptstadt gehabt. Die kannst du ja immer noch einnehmen. Ich würde jetzt erstmal sagen, dass es erstmal mit den zwei Städten deals, die du jetzt von ihm eingenommen hast. Hm. Ich würde nicht zu heftig vorangehen. Meinst du? Ja. Was könnte ich denn machen? Wie gesagt, das erzeugt Unzufriedenheit. Du musst 2 Gerichtsgebäude bauen. Die kosten jeweils 600 Gold. Hm. Und brauchen bei denen sein Ding wahrscheinlich auch an die 10 bis 15 Runden, bis die gebaut sind. Also du wirst jetzt eine Weile lang mit Unzufriedenheit. Wäre es für dich in Ordnung, auch wenn du Pohovicki, die würdest du ja schnell kriegen, ne? Wenn ich mir stattdessen Temuak hole? Kann ich nicht nehmen. Also ich würde mir... Das schlägt er vor. Achso, das schlägt er vor. Ich hätte halt gern Temuak gehabt. So ein bisschen. Ja. Hm. Ganz ehrlich, schaust dir an, sei froh, dass du es jetzt erstmal nicht bekommst. Okay. Ich habe da ein bisschen Lagerfeuer gemacht. Ja, das ist kein Problem. Schick ihm Bautrupp hin, der macht. Okay, von mir aus. Jetzt muss ich ja wieder gehen. Ich hätte nicht gern Pohovicki. Was? Die okay. Stadt würde ich gerne annektieren, dankeschön. Ja, die anderen beiden hole ich mir dann, ja. Das ist, sobald hier wieder Friedenszeit ist und meine Einheiten wieder... Das ist dann dein Problem. Ja. Also. Kosten, naja.
Nee, der braucht ja gar nicht so viele Runden hier. 8 Runden braucht er, dann habe ich mein Gerichtsgebäude. Ja, okay, der braucht noch ein bisschen länger, aber das dauert halt ein paar Runden, dann hat man die stehen. Und dann kann man diese Städte eben auch großziehen, das wird schön. So, und als nächstes ist dann die Hauptstadt dran. Das wird schön. Oh, ich kann die jetzt umbenennen, ne? Oh, schön. Was habe ich denn für einen schönen Namen? Ich habe gar keinen schönen Namen. Ah, dann bleiben die so. Das ist in Ordnung. Bei ProWiki hätte ich das sehr, sehr gern gehabt. Ja, ja, klar. Ich meine, auf der anderen Seite hättest du halt hingehen auch können. Die Stadt Skyfer ich schon so eine ganze Weile. Ja. Ja, du sparst dir halt jetzt den Wiederaufbau, ne? Bei mir ist halt das Problem, ich habe halt jetzt alle Gebäude niedergerissen und das werde ich wahrscheinlich dann auch fortführen bei den nächsten beiden. Mal gucken. Also zwei von denen will ich mir auf jeden Fall noch holen. Ich habe den kompletten Weg nach Norden abgeschnitten. Ja, das ist auch geil. Ja, wobei, was heißt kompletter Weg? Der fährt halt einfach an dir vorbei mit seinem Schiff. Das ist jetzt nicht sein großes Problem. Aber okay, dann können sich meine Einheiten verschanzen, meine Städte erholen sich. Aber trotzdem... Oh, in die Hauptstadt reinzukommen wird echt kacke. Das wird echt kacke. Aber egal. Ja, das ist halt, weil halt alles so eng ist, ne? Kann man nicht viele Einheiten platzieren. Aber das ist insofern praktisch... Naja, also Pocatello haben wir jetzt mehr oder minder erstmal aus dem Spiel genommen. Ja, der ist raus. Fürs Erste zumindest. Außer er kann sich da unten nochmal neu aufbauen. Ja. Na, dann schicke ich mal. Was aber jetzt erstmal eine richtige Katastrophe für ihn wird. Ja. Da wünsche ich ihm viel, viel Vergnügen. Es würde mich nicht wundern, wenn die schon eingenommen muss von dem. Nee, das würden wir ja sehen, wie gesagt. Ach, stimmt, ja. Wird noch. So, aber im Moment eher nicht so. Momentan sind wir die Stärkeren. Ja, momentan sind wir mit Großen. Wir führen über... Also wir haben mehr als das Doppelte der Punkte des Zweiten. Also wir sind gerade komplett am Rasieren. Ja, was jetzt aber echt nicht verwunderlich ist. Ja. Ich meine, der Schwierigkeitsgrad ist jetzt nicht so hoch. Ich muss halt echt gucken. Musst du noch was machen oder worauf warst du? Achso, wieso? Ich hatte eigentlich nächste Runde ausgewählt. Keine Ahnung, warum das wieder weg ist. Ich frage mich die ganze Zeit schon, was ist los? So. Ja, der Speer von Pocatello hier, dieser Fährtenleser, der darf jetzt mal gucken, wo er hingeht. Ja. Die Hauptstadt wird natürlich ein anderes Kaliber, das wird kein Spaß. Da brauche ich noch 2-3 mehr so, Belagerungseinheiten. Ey, die hat 38 Schilder. Ich hatte jetzt gerade ein bisschen Problem mit Al-Qaida. Die hatte 32. Was? Öffentliche Erklärung der Shoshone? Was? Was erklären sie denn? Okay. Bukarest steht jetzt unter Schutz. Ja, ja. Also, Baikonon? Zwischen Porowiki und Hauptstadt-Drift ist eigentlich das Wort. Wo ist meine dritte Kanone? Hier. Nee. Da eine Kanone. Das müsste funktionieren. Oh, ich habe einen Bautrupp bekommen. Das ist ja praktisch, ey, Junge. Mach deinen Scheiß. Also wenn, dann komme ich von oben rein. Verschanzt dich auch. Wenn, dann komme ich von oben rein. Okay. So, Boston, was stellen wir mit dir an? Thorsten wird auch immer glücklicher. So, Thorsten, was kannst du bauen? Gebäude hast du schon alles. Ich könnte ja bei den Gilden bauen. Ach komm, ey, baue ich mal schnell wieder was fürs Frieden und so. Arbeitsboot, du möchtest gerne, dass ich... Warte, wo ist Thorsten? Die eine Fischressource, die ich habe, ist doch schon... Ich hab doch nur eine einzelne Wasserressource. Was will er von mir? Ist er blöd? Hat keine andere Weite. Was? Also er empfiehlt mir auf jeden Fall ein Arbeitsboot zu bauen. Das machen wir mal nicht. Wir bauen noch ein paar Kanonen.
Gatling-Kanone. Ich kann es einer deiner Städte, kann ich Nahrung und, so schick, und sowas schicken. Agaidika kann ich Geil. Nahrung schicken. Geil. Mach ich aber nicht. Oh, du bist ja gemein. Oh, Mensch. Okay, bei dir lohnt sich das nicht. Opernhaus empfiehlt er mir. Das will ich eigentlich alles nicht haben, da kümmere ich mich ja, drum. Noch im Widerstand. 10 Runden, what the heck? Ach, hier muss ich auch noch abstimmen, ne? Ach ne, das ist nur... Das ist erstmal nur, dass die ansteht, okay. Amerika und der Buddhismus, ja, ja. Ein Erfolgsrezept. Natürlich. Bin gleich wieder da. Okay. So, sie hat die Architektur entdeckt. Ohoho. Praktisch. Praktisch. Welche Einheit will denn jetzt schon wieder? Du kannst hier stehen bleiben erstmal, würde ich sagen. Ja, ja, wenn ich dann in sein Feld einfalle. Genf haben wir gefunden, ne? Das wäre praktisch. Aber schön, wir sind, glaube ich, aktuell wirklich auch mit Abstand der Weltstaat hier. Nichts geht an unseren... Alter, wie einfach Joachim mittlerweile meine größte Stadt ist, ey. Und wächst deutlich schneller als alle anderen. Wobei die Strojet-Union ist auch krass dabei. Meine Hauptstadt ist bald meine schwächste Stadt. Ups. Eieiei. Was machst du? Burg, Leuchtturm, Universität. Ja, den anderen Scheiß kriegst du auch nicht schnell hin. Steinwerke. Oh, nice. Oh, die Steinwerke, die bauen wir jetzt gleich hier dann. 2 Runden Burgen, dann gibt's ein Steinwerk. So, nächste Runde. Ich schau gerade eben noch. Ach ja, stimmt ja, ich kann Poroviki noch umbenennen. Schön. Ja, ich könnte die auch mal umbenennen, aber ich traue mich nicht, das Al-Qaida zu nennen und ich traue mich auch nicht Gosuite. Weiß ich nicht, was ich da für einen coolen Namen hätte. Da muss ich mir noch was überlegen. Da fällt mir bestimmt gleich was ein. Ife will die Religion Struhunismus. So, was machst du denn hier? Ach Mist, ey, der ist natürlich genau in der Sekunde ist ihm seine Hauptstadt gewachsen. Dinge, die nicht passieren dürfen. Warte, wo ist die Straße? Theoretisch wäre es auch so möglich. Ah, das wäre Krieg, verdammt, das kann ich nicht machen. Alter, ich kann halt einfach nicht bei dem weiter näher ranrücken an die Hauptstadt. Schade. Nee, da musst du warten. Die Einheit benötigt Befehle. Dann bleib doch einfach stehen. Was ist denn dein Problem? Wait. Nee, jetzt mach mal so, mach mal schon so. Und du, wo gehst du hinter hier hin? Gut, nächste Runde. Wie sieht man eigentlich, wie lange die noch hier im Widerstand sind? Wenn du auf die Kette gehst, so drüber mit der Maus. Ach so. Ja, wird denn mehr als 900... Im Stadtbildschirm, oder was? Nee, ich seh's gerade nicht. Egal. Siehst du dieses Faustsymbol unter dem Stadtnamen? Ach, da. Ah. Das ist ein Kettensymbol. Ja, eine Runde Widerstand ist ja gar nichts, die Kette.
Ist besetzt, bis ein Gerichtsgebäude gebaut wird. Ja, das ist... Wie lange braucht denn das? 4 Runden? Ach, easy. Tja, bald ist der Widerstand vorbei, dann seid ihr Teil meines Reichs. Eine Einheit benötigt Befehle. So. Ich meine, Waschi-Waschi kannst du dann haben. Ich habe meine Stadt jetzt umbenannt, die, bevor er Poho-Wiki war. Was? Ich gehe am Strand. Okay. Aber Hauptsache Boston heißt noch Boston bei dir, ne? Ach scheiße, stimmt ja doch. Danke, dass du dich erinnerst. So, okay. Gut. Jetzt haben wir Frieden gemacht. Ich würde noch 1-2 Runden spielen. Dann müssen wir zumindest mal kurz pausieren. Wir können ja noch weiterspielen, wenn du möchtest. Hm? Aber ich muss die Festplatte wechseln. Naja, ich schippe hier noch gerade noch ein bisschen durch die Gegend. Du bleibst hier drin. Du baust die Plantage. Und du kommst mal mit. Ach, hier drüben. Winfield Scott. Was mache ich denn jetzt mit dir? Was bist du, ein großer... Hey, du siehst überhaupt nicht, was das für eine Einheit ist, ne? Dieser Stern heißt großer General, genau, okay. Kann ich ja hier irgendwo Festung bauen, ne? Große Burg. Was bringt mir das, eine große Burg zu bauen? Kann ich den hier einfach auflösen? Zitadelle. Achso, damit könnte ich verhindern, dass jemand hier über das Land Probleme bei mir macht, ne? Und mir wird hier nirgendwo vorgeschlagen, wo ich das überhaupt bauen soll. Oh doch, da wird mir vorgeschlagen. Ich soll es neben Gozoito, soll ich es hinstellen. Das wäre vielleicht der eine Ort, wo es sich tatsächlich auch lohnen würde. Ja, fuck it, du baust dich dahin, du kostest eh nur Geld. Du bleibst stehen. Ich habe ein einziges Feld, wo Barbaren spawnen können. Ein einziges Feld habe ich. Sonst können nirgendwo Barbaren spawnen. Boston hat jetzt auch einen neuen Namen. Passt zu ich gehe am Strand. Oh je, bin ich gespannt. Schön. Ich gehe am Strand. Weißt du, was schlimm ist, wenn wir ihm jetzt die 3 Städte auch noch wegnehmen? Dann hat er nur noch 2 Außenposten. Das wird schön. Der Pucatello, der hat echt geloost. So, Musketier, dich habe ich doch... War aber klar, dass es früher oder später mal passieren wird. Ja, klar. Der Ritter... Ja, was hat er erwartet? Der Ritter kann erstmal hier stehen bleiben. So. Hanoi wird beschützt von den Shoshonen. Ja, Hanoi sind meine Verbündete, da könnt ihr machen, was ihr wollt. Gut, nächste Runde, ideal. Ja, dann pausier jetzt und wechsel deine Festplatte. Das mache ich gleich, Moment. Ich gehe am Strand, ich gehe am Strand. Gut, ich weiß gar nicht, wie lange haben wir aufgenommen. Ich habe gar keinen Überblick mehr über mein Reich. Länge, wie lange haben wir aufgenommen? Kann ich das irgendwie verstecken? 2,5 Stunden, ja okay, das ist doch eine gute Zeit. Gute Zeit. Warum aus Amerika sind jetzt Verbündete, wie ist denn das passiert? Mit ganz viel Liebe. So, bist du noch dabei oder? Mit weiterspielen oder was? Oder gerade am Wechseln? Ne, ich würde jetzt gleich wechseln. Also, vielen Dank schon mal fürs Zuschauen, gell? Bis zur nächsten Folge vermutlich. Tschüss! So, jetzt gehe ich auch gleich mal auf Speichern. Ne, Katharina nehmen wir nicht.